Gut, also willkommen. Heute geht es um die Mobilitätsprojekte in der Erwachsenenbildung. Das ist eine sehr kompakte Präsentation mit den wichtigsten Punkten. Falls Sie dann noch anschließend Fragen haben oder auch, wie gesagt, wie mein Kollege schon gesagt hat, während der Präsentation können Sie das im Chatfenster stellen, beziehungsweise sind am Ende der Präsentation unsere Kontaktdaten und Sie können sich jederzeit per E-Mail oder telefonisch bei uns melden. Im Anschluss an die Präsentation werde ich Ihnen noch zeigen auf unserer Webseite, wo Sie die ganzen Formulare, die Dokumente zum Call finden, damit Sie dann auch gleich wissen, wo die Antragsformulare zu finden sind, obwohl das die Antragsformulare vom letzten Jahr sind. Die neuen kommen erst heraus. Das zeige ich Ihnen dann im Anschluss. So, und jetzt möchte ich mit der Präsentation beginnen. Zuerst möchte ich Ihnen einen Überblick über Erasmus Plus geben. Erasmus Plus läuft seit 2014 und läuft noch bis 2021. Das Vorgängerprogramm kennen Sie wahrscheinlich. Das ist das Programm für lebenslanges Lernen, falls Sie vielleicht eine Lernpartnerschaft durchgeführt haben. Erasmus Plus seit 2014 gliedert sich in drei große Bereiche auf. Das ist die Bildung, das ist die Jugend und der Sport. Und wir hier beim ÖAD sind für die Bildung verantwortlich. Die Jugend ist eine eigene Nationalagentur, die ist im interkulturellen Zentrum angesiedelt und die Sportprojekte werden direkt zentral in Brüssel eingereicht. Die Bildung gliedert sich in vier Bildungsbereiche. Das ist die Erwachsenenbildung, die Berufsbildung, die Schulbildung und die Hochschulbildung. Und in jeder dieser Aktionen gibt es diese drei Key Actions oder KA1, Leitaktionen, also KA. Da gibt es die Key Action 1, um die geht es heute. Das ist die Lernmobilität von Einzelpersonen oder die Mobilitätsprojekte. Dann gibt es die Key Action 2. Das sind die strategischen Partnerschaften, die für uns am relevantesten sind. Dazu gibt es, wie mein Kollege schon gesagt hat, ein Webinar am 4. Dezember. Grundsätzlich geht es darum, dass drei Organisationen, mindestens drei Organisationen aus drei europäischen Ländern, gemeinsam an einem Thema arbeiten, 2, 3 Jahre lang und sich austauschen. Dazu gibt es zwei Fördertöpfe, das ist der Austausch guter Praxis und die Innovationsprojekte, das sind größere Projekte, wo auch ein Produkt entwickelt wird. Die Wissensallianzen, Sector Skills Alliance und Capacity Building sind Kooperationen mit Universitäten und Unternehmen und sind in der Berufsbildung und im Hochschulbereich verankert. Die werden wir heute nicht besprechen. Genauso wenig wie K3, das sind Projekte zur Unterstützung von politischen Reformen. Das ist für uns heute auch nicht relevant. Heute geht es um die Lernmobilität von Einzelpersonen, die Mobilitätsprojekte. Ich möchte gleich dazu sagen, dass keine einzelnen Personen einen Antrag stellen. Es wird von Erwachsenenbildungseinrichtungen für die Mitarbeiter ein Antrag gestellt und wird natürlich dann auch von der zeichnungsberechtigten Person oder Personen unterschrieben. So, wer kann teilnehmen an Erasmus Plus? Also es können mal die 28 EU-Mitgliedstaaten, auch das United Kingdom, die EFTA-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen ungeschränkt teilnehmen, wie auch die Türkei, die frühere jugoslawische Republik Mazedonien. In der Erwachsenenbildung können alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, die im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung tätig sind, einen Antrag stellen. Das umfasst alle Rechtsformen sowie Vereine, Unternehmen. Auch Einzelunternehmen, die nachweislich in der Erwachsenenbildung arbeiten und ein Angebot haben und unternehmerisch tätig sind. Und dafür gibt es bei uns nach der Antragstellung eine eigene Checkliste. Wie ich schon vorher gesagt habe, es dürfen keine Einzelpersonen als Antragsteller sein. Es reicht immer die Institution ein, auch wenn es ein Einzelunternehmen ist. Gut. Beginnen wir jetzt mit der Key Aktion 1, mit den Mobilitätsprojekten. Das richtet sich an das Personal der Erwachsenenbildung. Das heißt, Lernende können hier nicht teilnehmen. Es richtet sich ausschließlich an das Personal, aber auch freiwillige oder ehrenamtliche Personen können teilnehmen, können mobil werden, wenn eine formale Bindung zur Organisation nachweisbar ist. Das wird aber nur im Falle also im Falle der Schlussberichtsprüfung oder eines Audits überprüft.
Welche Mobilitätsmaßnahmen sind in einem Mobilitätsprojekt möglich? Sie können ein Jobsharing durchführen an einer Gastorganisation in einem europäischen Programmland. Vielleicht kennen Sie schon eine Erwachsenenbildungseinrichtung in einem EU-Land, das sehr ähnlich wie Sie arbeitet oder vielleicht auch neue Lern- und Lehrmethoden oder Best-Practice-Ansätze entwickelt hat und die Sie näher kennenlernen oder observieren möchten. Dann können Sie diese Organisation besuchen, die Prozesse observieren und das erlernte Wissen dann die neuen Impulse in Ihre Organisation zurückbringen und Ihr Bildungsangebot verbessern. Es kann aber auch eine Fortbildungsmaßnahme sein, die muss mindestens 2 Tage dauern. Sie haben vielleicht schon von Kursen gehört, die es in Österreich nicht gibt und die es in Europa gibt und die für Ihre Arbeit interessant wäre. Und da würde sich dann eine Mobilitätsmaßnahme als Fortbildungskurs eignen. Sie können auch einen Lehrauftrag an einer Gastorganisation durchführen. Da ist es umgekehrt. Da bringen Sie das Wissen an eine Gastorganisation in einem EU-Programmland. Aber es findet natürlich immer ein Austausch zwischen der entsendenden und der aufnehmenden Organisation statt. Und Sie bringen dann auch viel Wissen an Ihre Einrichtung zurück. Ja, Workshops und Konferenzen fallen auch in die Mobilitätsmaßnahmen unter die Fortbildungskurse. Da können Sie auch teilnehmen. Es gibt gewisse formale Regeln, die Sie da beachten müssen, und zu denen komme ich in den nächsten Folien. Nun kommen wir zu den formalen Eckpunkten von den Mobilitätsprojekten. Sie können ein Mobilitätsprojekt mit mindestens einem Jahr wählen, bis maximal 2 Jahre und alles dazwischen. Also Sie können auch 14 oder 16 Monate wählen. Wichtig ist nur, Sie wählen mindestens ein Jahr aus, weil das Mobilitätsprojekt natürlich nicht gleich mit der Mobilität beendet ist, sondern auch die Nachhaltigkeit und die Wirkung eine Rolle in dem Projekt spielt. Das heißt, was passiert mit dem erworbenen Wissen? Wie wird das in Ihre Organisation integriert und verarbeitet? Was entsteht daraus? Jede Mobilität muss mindestens 2 Tage dauern. Das ist exklusive der Reisezeiten. Die sind extra zu beantragen, bis maximal 2 Monate. 2 Monate ist normalerweise üblich bei Job-Shadowings, wenn mehrere Abteilungen observiert werden. Und das muss im Antrag natürlich auch gut erklärt sein. Das heißt, es muss einen gewissen Aktivitätsplan sein. Der muss jetzt nicht tageweise sein, aber ungefähr, was passiert in den einzelnen Wochen oder Monaten an dieser Gastorganisation, damit die Evaluatoren auch einen guten Eindruck haben und dass das auch logisch und klar verständlich ist, warum so eine lange Mobilität gefördert werden kann. Gut, die Antragsfrist ist dieses Jahr ein bisschen später als letztes Jahr. Es ist der 5. Februar 2019 und zwar 12 Uhr. Und der Antrag wird online eingereicht. Bis jetzt hat es immer elektronische PDFs gegeben. Dieses Jahr kommt eine neue Anmelde, also eine neue Antragsmaske, die aber sehr ähnlich sein wird wie die alten Antragsformulare. Die kann ich Ihnen dann später auf der Webseite zeigen, wo Sie die finden. Wir kennen sie auch noch nicht, die neue Antragsmaske, aber wir gehen davon aus, dass es sehr ähnlich ist und die Fragen werden wahrscheinlich sehr gleich sein. Ich rate Ihnen auch nicht genau bis 12 Uhr am 5. Februar zu warten mit Ihrer Einreichung, weil da wird ganz Europa einreichen. Da kann es zu technischen Schwierigkeiten kommen. Und wenn der Antrag ein bisschen später als 12 Uhr kommt, dann ist er formal nicht eligibel. Deswegen lieber schon einen Buffer einplanen und schon 1, 2 Tage vorher einreichen, beziehungsweise zeitgerecht am selben Tag. Falls Ihr Projekt gefördert wird, dazu möchte ich gleich sagen, es gibt dieses Jahr im nächsten Call 2019 gibt es für die Erwachsenenbildung für K1 eine große Budgetsteigerung von 66%. Das heißt, wir haben viel mehr Mittel also für den nächsten Call. Und wenn Ihr Projekt gefördert wird, dann können die Projekte ab 1. Juni starten. Ich würde Ihnen raten, die Mobilitäten nicht gleich im Juni anzusetzen, denn die inhaltliche Genehmigung kommt dann erst meistens im Mai. Also Anfang, Mitte Mai bekommen Sie erst Bescheid, ob das Projekt gefördert werden kann. Und falls Sie schon Flüge buchen wollen, müssen Sie leider so lange warten, bis die Genehmigung kommt.
deswegen die Mobilitäten lieber etwas später ansetzen, vielleicht für den Spätsommer oder für den Herbst. Ja, es kann eine Institution einreichen. Es ist aber auch möglich, als österreichisches Konsortium einzureichen. Da ist es notwendig, dass sich mindestens drei Organisationen, österreichische Organisationen, zusammenschließen und eine Organisation die Koordination übernimmt. Und das hatten wir über den letzten Jahren immer mehr, dass zum Beispiel eine größere Organisation die Koordination für viele kleinere übernimmt, weil die größere Organisation mehr Ressourcen hat, also vom Personal, zeitliche Ressourcen und das Ganze leichter abwickeln kann und die Kleinen an Bord nimmt. Vor allem, wenn mehrere Organisationen aus demselben Bereich zusammenarbeiten, bietet sich das an. Also wir haben da oft im Museumsbereich ein Konsortium oder in der Bildungs- und Berufsberatung. Da bringe ich dann auch zwei Beispiele später. Und diese Möglichkeit gibt es auch. Falls Sie dazu Fragen haben, wie man als Konsortium einreicht, können Sie die Fragen ins Chatfenster stellen oder mich später kontaktieren. Gut, was wird gefördert? Die förderfähigen Kosten. Die gute Nachricht ist, die meisten, fast alle Budgetkategorien sind pauschal. Das heißt, Sie reichen beim Schlussbericht keine Rechnungen ein, sondern Teilnahmebestätigungen, dass Sie die Mobilitäten absolviert haben. Die Rechnungen selbst werden dann nur im Falle einer genaueren Prüfung eines Audits kontrolliert. So, wir haben zuerst die Reisekosten. Die werden anhand von Distanzkategorien bestimmt. Es gibt auf der europäischen Webseite oder auch auf unserer Webseite gibt es einen Distanzkalkulator von der Europäischen Kommission. Das ist so wie Google Maps. Da geben Sie den Standort Ihrer Organisation ein, der Entsendeorganisation, und geben den Standort der Gastorganisation in dem EU-Programmland ein. Und dann ergibt sich daraus eine Luftlinie von, sagen wir, 1200 Kilometer und dann wählen Sie dementsprechend im Antragsformular oder in der Antragsmaske die Budgetkategorie aus, in diese Luftlinie hineinfällt. Und daraus berechnet sich dann die Pauschale für die Reisekosten. Also es beginnt von sogar bis 100 Kilometer. Wenn Sie nur 100 Kilometer fahren, gibt es sogar auch eine Pauschale. Dann geht es weiter mit bis 500 Kilometer, bis 1000 Kilometer und so weiter. Wichtig ist, es ist immer nur eine Distanz, also nicht hin und zurück, nicht doppelt rechnen, sondern es ist die Luftlinie. Dann gibt es Aufenthaltskosten, da gibt es Länderkategorien, es gibt unterschiedliche Pauschalen für unterschiedliche Länder. Die wählen Sie einfach im Antragsformular aus. Das heißt, Sie geben einfach das Zielland ein, die Dauer, wie lange Sie dort bleiben möchten und die Antragsmaske rechnet sich die Pauschalen wieder selber aus. Man muss nur aufpassen, es kann natürlich sein, dass sich Kurse ändern oder nicht zustande kommen im Laufe des Projekts. Es ist eine Umschichtung möglich, wenn es inhaltlich zu dem Bedarf passt, der im Antrag steht. Nur ändern sich dann manchmal auch die Länderpauschalen. Wenn umgeschichtet wird in ein Land mit einer niedrigen Pauschalen, gehen die Pauschalen nach unten. Sie gehen aber nie nach oben. Denn wenn das Budget genehmigt ist, ist mehr Budget einfach nicht möglich. Dann ist das Budget ausgeschöpft. So, dann bekommen Sie für jeden Teilnehmer, den Sie entsenden, eine Organisations- oder Managementpauschale. Die ist 350 Euro bis 100 Teilnehmer. Das heißt, bei 10 Teilnehmern bekommen Sie 3.500 Euro und die können Sie verwenden, also dies für die Vorbereitung, für die Durchführung und Nachbearbeitung der Mobilitäten da, wie zum Beispiel eine sprachliche oder kulturelle Vorbereitung, wenn Sie einen Sprachkurs belegen wollen, bevor Sie mobil werden oder Fachliteratur kaufen möchten, dann können Sie das mit der Organisationspauschale machen. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Organisationspauschale in alle anderen Budgetkategorien zu 100% umzuschichten. Das heißt, sollte Ihnen noch was für die Reisekosten fehlen oder für die Aufenthaltskosten, dann können Sie das umschichten, diese 350 Euro der Teilnehmer. Dann gibt es eine Pauschale für Kursgebühren. Die ist für alle Länder und für alle Teilnehmer gleich mit 70 Euro pro Tag. Das heißt,
Das bietet, das ist bei Fortbildungskursen relevant, bei Jobschädigungen eher nicht. Die ist mit 70 Euro pauschaliert bis maximal 10 Tage. Das heißt, maximal 700 Euro pro Teilnehmer können Sie da verrechnen. Aber wie gesagt, sollte der Kurs ein bisschen teurer sein, können Sie die Organisationspauschale dazu nehmen. Gut, und dann gibt es eine Budgetkategorie, die keine Pauschale ist. Das sind besondere Bedürfnisse. Das könnten zum Beispiel für technische Hilfsmittel oder eine Assistenzperson für Menschen mit Behinderung sein. Da geben Sie die tatsächlichen Kosten an. Ich schaue mal kurz in das Chatfenster, ob es da Fragen gibt. Dabei noch keine Fragen. Dann gehen wir. So, das waren jetzt so die formalen Kriterien, die zu beachten sind. Jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Punkten. Das Ganze beginnt mit einer Bedarfsanalyse. Das heißt, welchen Bedarf hat Ihre Organisation? Wo wollen Sie sich weiter verbessern? Welches Bildungsangebot wollen Sie schärfen? Wo wollen Sie neue Kompetenzen erwerben? Das Ganze wird dann in einem europäischen Entwicklungsplan oder European Development Plan dargestellt. Das ist das Herzstück des Antrags, das inhaltliche Herzstück. Und es sind bis jetzt in den alten Antragsformularen waren das drei Textfelder. Das heißt, zuerst beschreiben Sie mal den Bedarf. Sie wollen sich strategisch weiterentwickeln, ein neues Bildungsangebot schaffen oder ein bestehendes Bildungsangebot verbessern. Und Sie haben das notwendige Wissen nicht, wissen aber, es gibt Organisationen, die zu diesem Thema in Europa arbeiten und wollen sich dieses Wissen mittels der Mobilitätsmaßnahmen holen. Das heißt, Sie schreiben zuerst den Bedarf in den Antrag. Der muss natürlich zum Programm Erasmus Plus passen. Also im Hintergrund oder im Mittelpunkt steht die Europa 2020-Strategie. Da gibt es auch einen Programmguide auf unserer Webseite, wo Sie die wichtigen Schwerpunkte, wo die zusammengefasst sind. Es gibt bei den Mobilitätsprojekten keine Kriterien oder Prioritäten, sondern alles, was in die Europa 2020-Strategie passt. Das ist unter anderem die Steigerung der Qualität in der Erwachsenenbildung, die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, der Erwerb von Schlüsselkompetenzen. Da fällt ziemlich viel rein. Und damit können Sie Ihren Bedarf definieren. Dann beschreiben Sie, wie Sie diesen Bedarf durch die Mobilitätsmaßnahmen decken. Das heißt, durch ein Jobshadowing, durch Workshops, durch Lehraufträge oder Fortbildungskurse. Und wie diese Mobilitäten und zur Qualitätsentwicklung und Internationalisierung der entsendenden Organisation beitragen. Das heißt, welche Auswirkungen haben die Mobilitäten auf das Personal, auf die Zielgruppe, die Lernenden, die Organisation und auch die allgemeine Erwachsenenbildung, also vielleicht externe Stakeholder. Und wie bringen Sie das Gelernte, diese neuen Impulse und die neuen Kompetenzen in die eigene Organisation? Und was ist die Wirkung danach? Also das sind diese drei Textfelder. Der Bedarf der Einrichtung, wie wird der Bedarf gedeckt durch die Mobilitäten und was passiert danach? Welche Auswirkungen haben diese neuen Kompetenzen auf das Personal, auf die Zielgruppe, auf die Organisation? Und da komme ich auch gleich zur inhaltlichen Bewertung. Es wird nach drei großen Bereichen bewertet. Der erste Bereich ist die Relevanz zur Erwachsenenbildung, die Relevanz zum Programm Erasmus Plus und die Relevanz des Bedarfs, also der Mobilitäten in Bezug auf den Bedarf, wie das gedeckt wird. Dafür gibt es 30 Punkte zu holen. Sie müssen mindestens 15 Punkte erreichen, um nicht inhaltlich abgelehnt zu werden. Dann gibt es das Projektdesign, das heißt, das ist eigentlich die nächste Folie, zu der ich dann komme. Das heißt, wie haben Sie die Mobilitäten geplant? Gibt es eine Ansprechperson? Gibt es ein Monitoring? Gibt es eine Evaluierung? Das heißt, die Projektdurchführung und Projektplanung. Dafür gibt es 40 Punkte zu holen. Und der letzte Teil sind die
ist die Wirkung und die Nachhaltigkeit und die Verbreitung. Da gibt es wieder 30 Punkte. Das heißt, was passiert danach? Tragen diese Mobilitäten zu einem zu einer Qualitätsentwicklung bei? Und wie wird das Ganze verbreitet, sowohl innerhalb der Organisation als auch außerhalb der Organisation? Das Ganze gibt es auf unserer Webseite sogar nachzulesen. Da gibt es das Handbuch der Experten und das ist die Evaluierungsgrundlage für die externen Experten, die die Projektanträge evaluieren. Und da steht ganz genau drin, nach welchen Kriterien beurteilt wird. Das zeige ich Ihnen dann im Anschluss. So. Das war der europäische Entwicklungsplan. Wie gesagt, das ist das inhaltliche Grundgerüst. Und dann kommen natürlich die wichtigen Eckpunkte dazu. Also der Institutionsbedarf, den haben wir in der letzten Folie schon besprochen. Welche Kompetenzen, also sowohl für die Organisation als auch für die Teilnehmer. Das heißt, sie machen die Bedarfsanalyse ihrer Institution und auch der Mitarbeiterinnen. Welche neuen Kompetenzen sollen erworben werden? Wie werden die Teilnehmerinnen ausgewählt? Wie passen sie zu den Mobilitätsmaßnahmen? Das alles beschreiben sie dann im Antrag. Wie werden die Teilnehmerinnen, die mobil werden, auf die Mobilitätsmaßnahmen vorbereitet? Gibt es eine sprachliche, eine kulturelle Vorbereitung? Werden Materialien angeschafft? Werden vorher Teammeetings abgehalten? Gibt es schon Kontakt zu den Partnerorganisationen? Vielleicht durch Skype-Meetings oder irgendwelche Online-Konferenzen. Dann Monitoring und Evaluierung. Also diese Fragen stehen dann auch wirklich im Antragsformular ziemlich konkret. Also wenn man die Überschriften liest und darauf eingeht, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Das Monitoring und Evaluierung, wie stellen Sie das sicher? Zum Beispiel gibt es eine Kontaktperson, die die Mobilitäten koordiniert und als Ansprechperson bei Schwierigkeiten da ist. Wir hatten schon oft, also nicht oft, aber manchmal kommt es vor, dass die Mobilitätsmaßnahmen dann einen ganz anderen Zweck gedient haben. Das heißt nicht das, was ursprünglich geplant ist und dass die Person dann vielleicht für Botengänge eingeteilt wird, statt etwas anders zu machen. Da ist es wichtig, dass Kontaktpersonen vorhanden sind, an die man sich wenden kann oder eine Person, die ab und zu schaut, werden die Lernziele erreicht? Ist das, was geplant wird, wird das auch durchgeführt? Wir haben dazu auch Lernvereinbarungen. Das sind quasi kleine Mini-Verträge zwischen entsendender Organisation und Gastgeberorganisation, wo im Vorfeld schon abgeklärt wird, welche Kompetenzen oder Aktivitäten sollen während der Maßnahme durchgeführt werden. Gut, den Europass Mobilitätsnachweis. Wir sind ja auch das Servicezentrum für den Europass und wir empfehlen den Europass, also vor allem den Mobilitätsnachweis als Qualitäts- und Transparenzinstrument, das die Mobilitäten gut zusammenfasst und dokumentiert. Da gibt es auch eine eigene Europass-Seite, wo Sie das hochladen können. Und die erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen werden damit klar und transparent dokumentiert und nachgewiesen und sind auch weitergehend nach Projektende zu verwenden. Ja, die Mitarbeiter als Multiplikatoren. Da müssen Sie im Antrag schauen, dass Sie nicht vielleicht 10 Personen zum selben Fortbildungskurs schicken, sondern vielleicht nur 2. Also es muss immer ein gutes Verhältnis sein, wie viele Mitarbeiter fahren. Denn was wir nicht wollen, ist, dass in einem Kurs 10 Österreicher sitzen und sonst niemand. Vor allem könnten diese 10 Mitarbeiter gut aufgeteilt werden. Man kann ja mehrere Mobilitätsmaßnahmen machen. Man kann ja 2 Personen zu einem Kurs schicken, 2 Personen fahren zu einer anderen Gastorganisation, machen ein Jobsharing oder einen anderen Kurs und können sich dann natürlich nach Rückkehr mit dem erworbenen Wissen austauschen. Aber die Mitarbeiter sind auch Multiplikatoren außerhalb der Organisation. Das heißt, wenn Sie Veranstaltungen haben, Konferenzen oder Workshops, können Sie die Projektergebnisse an andere Organisationen der Erwachsenenbildung weitergeben und so ein größeres Netzwerk schaffen. Was ich noch sagen wollte zu dem vorigen Punkt, wenn Sie mehr, es kommt schon vor, dass 8 Personen geschickt werden zu einer Organisation, aber das muss immer im Antrag gut begründet sein. Das heißt, vielleicht sind die Mitarbeiter von unterschiedlichen Abteilungen oder sind sogar örtlich getrennt. Das kommt oft dann bei einem Konsortium vor, also es gibt Konsortien mit
10 Partnerorganisationen, die alle über ganz Österreich verteilt sind, die haben vielleicht nicht so die Möglichkeit des Austausches, also des physischen Austausches. Deswegen macht es dann auch Sinn, dass vielleicht 10 Personen zu einem Kurs fahren. Es muss aber immer im Antrag gut begründet sein und logisch aufeinander folgen. Gut, dann auch ein wichtiger Punkt ist die Messung der Wirkung, die Erfolgsindikatoren. Wie stellen Sie sicher, dass der Bedarf durch die Mobilitäten gedeckt wurde? Da gibt es auch im Antrag gezielte Fragen dazu. Wie werden Sie das messen, dass das Projekt ein Erfolg ist, dass die Projektergebnisse erzielt wurden? Und dann die Verbreitungsmaßnahmen. Also es ist Wirkung und Verbreitung ist der letzte Punkt, der immer inhaltlich evaluiert wird. Wie wird das erworbene Wissen in der Organisation integriert und wie wird es verbreitet? Und für die Verbreitung, je weiter das geht, je größer, desto mehr Punkte bekommt man auch, weil wir wollen ja, dass das Wissen auch über die Organisation hinausgeht. Das heißt, dass andere Erwachsenenbildungseinrichtungen einen Nutzen davon haben, ist natürlich immer in Relation zur Größe des Projektes. Also natürlich ein Projekt mit 2 Mobilitäten wird nicht so eine große Verbreitung haben wie ein Projekt mit 50 Mobilitäten. Also das muss man dann immer abstimmen. Gut, hier ein Projektbeispiel. Das ist noch ein laufendes Projekt aus der Bildungs- und Berufsberatung, damit Sie sich ein bisschen etwas konkreter vorstellen können. Das ist ein Projekt von ABZ Austria, ein Bildungsberater, nennt sich Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und Steigerung der Medienkompetenz von bildungsbenachteiligten Frauen. Und da sind 6 Mitarbeiterinnen von der Einrichtung, es ist ein zweijähriges Projekt, 2017 und 2018, unterschiedliche Einrichtungen in Dänemark und Deutschland besucht, mit dem Ziel, neue digitale Methoden für die Beratung und das Training kennenzulernen und die digitalen Kompetenzen der Beraterinnen und Trainerinnen zu erweitern. Also das ist die Wirkung. Und Kenntnisse über neue Best-Practice-Methoden, Lernansätze werden in die Weiterentwicklung der eigenen Angebote eingebunden. Das heißt, wurden neue Kenntnisse über innovative digitale Tools und Methoden, die in der Beratung und im Training angewendet werden können, eingeholt. Neue Kenntnisse über Online-Methoden, die vor allem im Beratungsprozess eingesetzt werden, wie zum Beispiel zur Feststellung von Kompetenzen. Dann Personalentwicklungsmaßnahmen werden an die Also wurden kennengelernt durch die Organisationen in den Ländern und dann natürlich Projektentwicklung, Know-how-Aufbau und Austausch von Expertise zu digitalen Kompetenzen und Medienkompetenz. Also ein ziemlich umfangreiches Projekt, aber trotzdem nur 6 Mitarbeiter, also ziemlich überschaulich. Das nächste Projektbeispiel ist ein Beispiel aus der Museumslandschaft. Es nennt sich Bildungsachse Kultur und Museum und wird vom Steirischen Museumsverband MUSIS abgewickelt. Das ist ein Konsortium. Und das Schöne an dem Projekt ist, das hat 2015 mit 3 Organisationen begonnen, also ziemlich klein. Und jetzt, 2018, hat sich das auf 20 Partnerorganisationen ausgeweitet. Das heißt, nicht nur in der Steiermark, sondern bundesländerübergreifend. Und es werden 46 Erwachsenenbildnerinnen aus Österreich, aus ganz Österreich geschickt, die unterschiedliche Kurse im Ausland, beziehungsweise an Gastorganisationen, ganz unterschiedliche Maßnahmen, Jobshadowings, Fortbildungskurse absolvieren. Da geht es vor allem um Kulturvermittlung, verschiedene Vermittlungskonzepte, wie kann man schwer erreichbare Zielgruppen erreichen, Besuchermanagement, also ganz, ganz breit aufgesetzt. Und es ist schön zu sehen, wie sich das Projekt, und es muss nicht immer ein neues Thema sein, also es geht immer um diese Kulturvermittlung, Vermittlungsmethoden, aber das Projekt baut von einem Jahr auf das andere auf und es kommen immer mehr Organisationen dazu. Und jetzt in diesem Jahr sind es eben 20 Organisationen mit 46 Mobilitätsmaßnahmen. So, es gibt eine Frage. Gut.
Ja, hallo. Es ist eine Frage von einem Kollegen gestellt worden. Ich weiß nicht, ob du diesen zu diesem Zeitpunkt jetzt schon beantworten willst, beziehungsweise ob jetzt diese Frage später behandelt wird. Aber ich stelle sie ja mal. Du kannst du dann auch verweisen, wenn sie später noch kommt. Könnten Sie die Zahlen für die fixen Pauschalen zusätzlich in die Folien schreiben, beziehungsweise den Link zu den Berechnungen zu den Pauschalen? Das war die einzige Frage bis jetzt. Die Pauschalen sind auf unserer Webseite abrufbar. Danke. Das kann ich Ihnen später zeigen. Es sind aber die Pauschalen von 2018. Also mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Pauschalen 2019 genau gleich sein. Da aber die Anmeldemaske noch nicht da ist, können wir das noch nicht sagen. Aber es wird mit großer Wahrscheinlichkeit werden es dieselben Pauschalen sein. Das zeige ich Ihnen dann im Anschluss an die Präsentation. Gibt es sonst noch Fragen zum inhaltlichen Teil? Beziehungsweise formalen Teil gibt es im Moment keine Fragen. Dann komme ich mal zur Registrierung. Wie kann man einen Antrag stellen? Das heißt, bevor Sie einreichen, müssen Sie sich im sogenannten URF-Portal registrieren. Das ist die Unique Registration Facility. Da bekommen Sie einen sogenannten PIC-Code. PIC ist Personal Identification Code. Sie brauchen das vor der ersten Antragstellung. Vielleicht haben Sie ja auch schon einen PIC aus vergangenen Projekten. Das muss nicht unbedingt Erasmus sein. Das ist in anderen, also Horizon-Projekten, gibt es auch PICs. Dann können Sie diesen PIC weiterverwenden. Der Vorteil ist, Sie registrieren Ihre Organisationsdaten in dieser Unique Registration Facility und müssen nicht bei jedem Antrag dann alles wieder von vorne neu ausfüllen. Sie geben dann nur diese Zahl ein und das Formular oder die Anmeldemaske füllt sich dann mit Ihren Organisationsdaten automatisch aus. Die Registrierung erfolgt im ehemaligen ECAS. Das ist jetzt geändert worden, das nennt sich EU-Login. Das ist das Portal der Europäischen Kommission, wo Sie alle Calls finden, alle Programmguides, alle Unterlagen. Und hier finden Sie dann auch den Link dazu. Da kann sich jeder anmelden. Das ist nicht nur ein Zugang pro Organisation, sondern jeder Benutzer kann sich dort einen EU-Login anlegen, ein Benutzerprofil. Und dann haben Sie hier unten, falls Sie noch keinen PIC besitzen, den Link zum PIC. Es geht relativ schnell. Sie bekommen den PIC relativ schnell. Also mehr als eine halbe Stunde würde ich da, glaube ich, für die Registrierung nicht einplanen. Weitergehen. Werden dann die Organisationsdaten. Prüft. Das ist aber teilweise auch nach der Antragstellung, wird von unserer Rechtsabteilung. Wir haben auch auf unserer Webseite einen Leitfaden für die Registrierung. Das heißt, mit vielen Screenshots. Also es ist wirklich ganz einfach, da brauchen Sie keine Angst davor haben. Gut, hier finden Sie die Unterlagen, die Links. Das heißt, der erste Link ist der Link zur Aktion der Mobilitätsprojekte in der Erwachsenenbildung. Da finden Sie kurz zusammengefasst noch alle Punkte, die wichtig sind für die Antragstellung, also eher generell. Dann finden Sie den Leitfaden für die Antragsteller und das Antragsformular. Aber Achtung, das Antragsformular für 2019 ist noch nicht online. Das bekommen wir erst von der Kommission. Und es wird dieses Jahr kein Antragsformular sein, sondern eine Anmeldemaske. Und das Handbuch der Expertinnen, da habe ich vorher schon gesprochen. Das ist die Grundlage für die Evaluatoren zur Evaluierung der Mobilitätsprojekte. Das finden Sie unter diesem Link. Und da sehen Sie genau diese drei großen Bereiche, also Relevanz, Projektdesign und Wirkung und Nachhaltigkeit und Verbreitung, wie die Punkte da aufgeteilt sind. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist zwar vom Jahr 2018, aber es wird sich nicht viel ändern für 2019. Es werden dieselben Kriterien sein. Gut, hier unsere Kontaktdaten. Also mein Name war Christoph Sackel und meine Kollegin Karin Hirschmüller macht auch K1-Projekte. Sie können sie auch kontaktieren. Und wir bieten auch Final-Check-Beratungen an. Das sind Beratungen zu fast fertigen Projektanträgen.
Da wird über unsere Webseite werden da Termine ausgeschrieben, wo Sie die Möglichkeit haben, sich Ihren Projektantrag von uns ansehen zu lassen. Denn es sind ja nicht wir, die die Projektanträge dann evaluieren, sondern Experten der Erwachsenenbildung. Und da wollen wir aber einen fast fertigen Antrag schon 5 Werktage vor dem Termin, damit wir auch genug Zeit haben, uns einzulesen und Ihnen Feedback zu geben. So. Und jetzt möchte ich Ihnen im Anschluss noch kurz zeigen auf unserer Webseite, wo Sie die ganzen Dokumente finden. So mache ich mal die Präsentation kurz zu und gehe in den Link. Also unsere Webseite, die Adresse kennen Sie sicher schon alle, ist bildung.erasmusplus.at. Und hier oben finden Sie die unterschiedlichen Bildungsbereiche, die Schulbildung, Hochschulbildung, Berufsbildung und wir sind hier in der Erwachsenenbildung. Hier gibt es die Mobilitätsprojekte. Und ich gehe jetzt mal gleich zur Antragstellung. Und genau, und darunter sind die strategischen Partnerschaften. Das ist das Webinar dann am 4. Dezember. Antragstellung. So, hier gleich fett die Antragsfrist. Ganz wichtig, 5. Februar. Hier ganz rechts finden Sie den Programm Call. Das heißt Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen in Erasmus Plus. Da finden Sie alle Dokumente, also alle Fristen drin, sowohl für alle Key-Aktionen, Leitaktionen. Und gleich darunter finden Sie den Erasmus Plus Programmleitfaden. Das ist quasi die Bibel von Erasmus Plus mit allen Prioritäten, mit allen formalen Kriterien. Ist ein ziemlich großes Dokument mit, glaube ich, 300, 400 Seiten. Aber für die Mobilitätsprojekte in der Erwachsenenbildung, das können Sie aus dem Inhaltsverzeichnis ganz schnell rausfinden, sind das wahrscheinlich 10 Seiten, wenn überhaupt, die relevant sind dafür. Und natürlich ganz vorne die allgemeinen Prioritäten für das Programm. Den gibt es auf Deutsch und auf Englisch. So, dann komme ich gleich darüber. Da finden Sie ein Antragsformular von diesem Jahr. Das heißt, das dürfen Sie nicht verwenden. Sie können es aber runterladen und Sie können sich die Fragen anschauen und Sie können auch schon Textblöcke vorbereiten, die Sie dann Copy und Paste in die Antragsmaske hineinkopieren. Wenn Sie ein Konsortium bilden, dann gibt es eine Vorlage von Mandaten. Also Konsortium ist ja dieses der Zusammenschluss von mindestens 3 Erwachsenenbildungsorganisationen. Ist natürlich untereinander einverstanden sein, dass der Koordinator für sie einreicht und dazu gibt es die Mandate. Da wird vom Koordinator und der Partnerorganisation wird gemeinsam einreichen kann. Das gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch. Und dann gibt es noch Technical Guidelines für die E-Forms. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so relevant sein, weil es keine E-Forms mehr geben wird ab diesem Jahr oder ab nächsten Jahr für den nächsten Call, sondern es wird eine Anmeldemaske sein, die wir, wie gesagt, selbst noch nicht kennen, die wir in den nächsten Tagen testen werden. So, hier finden Sie die Beratungen. Beratungen finden Sie auch unter Veranstaltungen und Aktuelles, wenn die ausgeschrieben sind, beziehungsweise ist es immer gut, wenn Sie sich für unseren Newsletter hier oben anmelden, weil dann verpassen Sie keine Frist. So, das war die Antragstellung und hier kommen wir zur Registrierung. Das ist die formale Registrierung in diesem UEF-Portal. Da ist es auch Schritt für Schritt erklärt. Hier ist der Link zu dem EU-Login, wo Sie hinein müssen. Und hier der direkte Link dann in diese Unique Registration Facility. Und abgesehen von Ihren Organisationsdaten, also den allgemeinen Daten, müssen Sie noch 2 Formulare hochladen. Das ist das Formular für Finanzangaben. Da geben Sie Ihre Bankverbindung bekannt, die dann von unserer Rechtsabteilung geprüft wird, dass es zum Beispiel kein Privatkonto ist. Und das Formular für Rechtsträger. Da geben Sie Ihre Rechtsform bekannt. Und die wird dann auch von uns geprüft und bestätigt. Das passiert aber alles dann erst nach der Antragstellung im Laufe der formalen Evaluierung. Und wenn Sie bereits einen Pick haben, dann können Sie den einfach verwenden. Brauchen Sie das nicht machen. Hier finden Sie auch Checklisten für unterschiedliche Rechtsformen, also Personen des öffentlichen Rechts, Kapitalgesellschaften, Schulen ist jetzt nicht relevant, Vereine und Erwerbstätige, selbstständige Personen. Also auch neue Selbstständige, wenn Sie in Erwachsenenbildung tätig sind, können einen Antrag einreichen, die vielleicht nicht im Firmen, also im Firmen, keine Firmenbuchregistrierung haben.
So, und jetzt zu den Pauschalen, das sind die geförderten Kosten. Das finden Sie hier, wie gesagt, die Reisekosten. Hier finden Sie auch den Link zum Distanzrechner der Europäischen Kommission, wo Sie dann die Distanzkategorie bestimmen und eintragen in das Antragsformular. Und hier finden Sie die Aufenthaltskosten. Wie gesagt, hier sind die Fördersätze für dieses Jahr. Das mache ich jetzt mal kurz auf. Sehen Sie, die ersten 14 Tage sind etwas höher pauschaliert als die darauffolgenden Tage. Der Hintergrundgedanke ist, dass man sich nach 2 Wochen schon ein bisschen mehr zurechtfindet und ein bisschen billiger legen kann. Das heißt, Sie sehen hier bis zu 90 € pro Tag. Viele kommen damit aus, manche nicht. Aber man darf das nicht als Vollfinanzierung sehen, sondern als Zuschuss. Wie gesagt, Sie haben noch die Möglichkeit, die Organisationspauschale umzuschichten, um etwas darauf zu legen. Es gibt 2 Fragen. Ja, hallo, danke dir nochmal. Das ist die erste Frage wäre, ob es noch zusätzliche Informationsveranstaltungen auf der Homepage gibt. Und da haben wir drei Veranstaltungen, so viel ich jetzt weiß. Das wäre. Genau, unter Veranstaltungen finden Sie, es müsste eigentlich auch unter der Erwachsenenbildung, es wird dann hier sein. Also wir haben in Wien haben wir noch eine Informationsveranstaltung zum Call am 23. November. Das finden Sie hier. Erasmus plus Erwachsenenbildung plus EPALE Workshop zur Projektpartnersuche. Das findet bei uns hier im Haus statt. Es gibt die 2 Webinare, zumindest das eine Webinar am 4. Dezember zu strategischen Partnerschaften. Und dann gibt es diese Final-Check-Termine, die kommen dann Anfang nächsten Jahres, werden die sein, beziehungsweise kann es sein, dass wir noch ein Webinar veranstalten oder dieses Webinar online stellen, beziehungsweise haben Sie immer noch die Möglichkeit, jederzeit die Möglichkeit, mich oder meine Kollegin Karin Hirschmüller zu kontaktieren und Ihre Fragen zu stellen, beziehungsweise ein E-Mail an uns zu schreiben. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Danke dir erstmal. Gibt es Tipps, wie man herausfinden kann, welche Organisationen für welche Schwerpunktthemen besonders interessant sind, zum Beispiel Inklusion, Digitalisierung, und gibt es dazu eine Datenbank? Es gibt keine Datenbank, die hat es im letzten Programm gegeben, die ist aber abgestellt worden. Das heißt, es gibt keine Einschränkungen, welche Organisationen Sie sich suchen. Das können Sie selbst machen. Gut, wie findet man die? Ja, genau. Nein, ich möchte ja nichts vorwegnehmen, aber zu diesem, wie man, es gibt schon eine Datenbank dazu, das werden im Anschluss unter der Projektpartnersuche stattfinden. Also bitte noch ein bisschen Geduld. In 10 Minuten ist es soweit. Genau, also mein Kollege wird dann die Plattform der Erwachsenenbildung EPALE vorstellen. Da gibt es eine Partnersuche, das wird dann mein Kollege machen. Beziehungsweise können Sie auch, es gibt eine Erasmus Plus Disseminierungsplattform, wo die Projekte, die in Erasmus Plus abgewickelt worden sind, übertragen werden. Da gibt es dann Dissemination or Project Results Plattform Erasmus Plus in Google ein und kommen dann hin und da haben Sie dann aus ganz Europa, können Sie nach Land und Organisation und Thema filtern. Und da finden Sie Mobilitätsprojekte, strategische Partnerschaften zu gewissen Themen, die bereits abgewickelt worden sind. Da bekommt man einen guten Überblick, wo gibt es Organisationen, die zu gewissen Themen arbeiten. Und dann kann man auf den Webseiten dann noch genauer nachsehen. Beziehungsweise EPALE ist auch eine sehr gute Plattform, die einerseits eine Projektpartnersuche bietet, andererseits auch eine Eventsplattform. Also da werden die ganzen Veranstaltungen bekannt gegeben in ganz Europa. Und da findet man auch sehr viel. Aber da lasse ich meinen Kollegen drüber reden. Um das jetzt noch zum Abschluss zu bringen, das sind die 3 wichtigsten Punkte, die Sie hier sehen: Antragstellung und Registrierung. Die geförderten Kosten sind dann später relevant. Ich meine, Sie müssen selbst nichts berechnen. Sie brauchen nur ein Zielland, wo die Reise hingehen soll. Theoretisch müssten Sie noch gar nicht wissen, welche Gastorganisationen besuchen.
Die werden nämlich nur im inhaltlichen Teil bekannt gegeben. Aber natürlich, wenn es ein zweijähriges Projekt ist und dementsprechend viele Mobilitäten, dann ist es oft schwierig zu wissen, welche Kurse finden in 2 Jahren statt. Aber man muss trotzdem mindestens ein Land wählen bei der Antragstellung. Ich meine, es ist immer ein Zeichen von Qualität, je konkreter der Antrag ist, wenn man schon genau weiß, okay, ich fahre dorthin und verbringe dort 1 Woche oder 2 Wochen und will diese Kompetenzen erwerben. Aber manchmal ist es auch nicht möglich. Da muss ich den Bedarf gut belegen und die Absichten, wo soll es hingehen, was soll erworben sein. Aber die Gastorganisationen müssten theoretisch noch nicht genannt sein. Und sollte es dann zu Änderungen kommen, wie gesagt, es ist möglich, Umschichtungen zu machen zu anderen Organisationen. Wenn es im selben Land ist, wird sich da nicht viel ändern. Es muss nur immer inhaltlich zum Bedarf passen. Also das muss immer gegeben sein. Und da bitten wir Sie, dass Sie uns kurz eine E-Mail schreiben, wenn eine Änderung ist, dass die 2 Personen, dass der Kurs nicht zustande kommt oder wir haben einen besseren Kurs gefunden, der noch besser zum Bedarf passt, wir würden gerne umschichten, dann bitte kurz mit uns Kontakt aufnehmen und eine E-Mail schreiben. Wir sagen dann, ja, passt, dann gibt es nachher keine Überraschungen. Es gibt bei den Mobilitätsprojekten keinen Zwischenbericht, auch bei 2-jährigen Projekten nicht. Das heißt, es gibt nur einen Schlussbericht und der Schlussbericht ist dann auch eine Maske, das wird dann in einer Datenbank, das nennt sich Mobility Tool, abgewickelt. Da werden die Mobilitäten eingetragen. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht zeigen, weil da gibt es dann von uns, gibt es dann noch weitere Veranstaltungen. Also einerseits haben wir immer so eine Kickoff-Veranstaltung für erfolgreiche Projektträger und eine Schlussberichtsveranstaltung in Form eines Webinars. Da zeigen wir Ihnen das noch genauer. Aber im Prinzip wird der Abschlussbericht genauso wie der Antrag in einer Maske abgewickelt, wo Sie Fragen zum vergangenen Projekt haben und die Mobilitäten eingetragen werden. Sie übermitteln dann mit dem Schlussbericht die Teilnahmebestätigungen von den Gastorganisationen, dass Sie dort waren, zu welcher Zeit unterschrieben von der Gastorganisation. Und das war's. Also das, es ist jetzt nicht so aufwendig für wie die K2-Projekte vielleicht. Und es ist eine sehr gute Möglichkeit, Organisationen kennenzulernen, bevor man in ein größeres Projekt mit ihnen geht. Das heißt, das K1, wir haben oft Projekte, die von K1 zu K2-Projekten entwickelt haben. Das heißt, die Organisationen sind besucht worden, man hat die Organisationen besser kennengelernt und die Mitarbeiter dahinter und den Eindruck gehabt, man kann gut mit ihnen zusammenarbeiten und hat dann gemeinsam ein K2-Projekt beantragt. Oder ein größeres K1-Projekt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht noch zum Abschluss. Einreichen tut immer die Organisation in dem Land, wo sie sässig ist. Das heißt, bei K1-Projekten wird immer in Österreich eingereicht von dem Koordinator. Das ist anders wie bei K2. Also es wird immer bei uns eingereicht und wir fördern nur Mobilitäten, die aus Österreich hinausgehen. Also keine Aktivitäten in Österreich. Gut, ich wäre mit meiner Präsentation am Ende. Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann werde ich wieder an meinen Kollegen Andreas Koremann übergeben. Danke, Christoph. Im Moment hast du alle Fragen beantwortet. Wenn noch Fragen kommen sollten, werde ich dich gegebenenfalls einbinden, beziehungsweise ich werde sie im Nachhinein an dich weiterleiten. Es werden auch die Informationen, die jetzt in diesen Fragen gestellt worden sein, auch in der Feedback-Mail, was Sie im Anschluss an die Veranstaltung bekommen werden, beinhaltet. Und ich würde nun weitergehen und gleichzeitig auf diese Frage, was eben eine Kollegin gestellt hat, ob es eben Organisationen gibt, wie man die herausfinden kann, welche Schwerpunkte es gibt. Das ist auch Teil meiner Präsentation, was jetzt eben noch 10 Minuten von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen wird. Diesbezüglich möchte ich Sie kurz bitten, auf dem Bildschirm zu sehen. Es geht jetzt um Folgendes, also es gibt jetzt diese Projektpartnersuchen an sich auf Ebale. Wie macht man das? Man geht jetzt auf Instrumente und Portale und hier hat man eben den Punkt Projektpartnersuche. Dann öffnet sich dieses Fenster bei Ihnen und hier kann man eben auswählen, nach Organisationen, die eben in meinem Land suchen, nach Organisationen über gewisse Länder suchen, nach Arten der Aktivitäten, nach Stichwörtern, wie Sie jetzt das zum Beispiel tun können, beziehungsweise auch die Art der
Organisation. Ich habe mal hier jetzt Deutschland eingegeben und das zeigt mir gleichzeitig auch alle an, die jetzt noch aktiv sind, also die jetzt noch nicht ausgelaufen sind, beziehungsweise wo man sich jetzt noch beteiligen kann, wo die Suchfunktion noch gegeben ist. Ich werde Ihnen gleich dann noch erklären, wie das genau funktioniert. Aber hier wird, wie gesagt, unzählige Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen das nur kurz einmal in Zahlen erklären. Es gibt über 1000 Projektpartner suchen aktuell auf Epale. Die Herkunftsländer sehen Sie jetzt hier angeführt von der Türkei, dann Spanien, Italien und dann Spanien und dann Europa generell. Es gibt über 1400 registrierte Organisationen auf Epale, wo jetzt die Herkunftsländer jetzt eben bekannt sind, zum Beispiel die Türkei an erster Stelle, Italien und Spanien. Dann gibt es eben die interessierten Länder, also prinzipiell suchen viele nach Europa, wie Sie auf dieser zweiten Tabelle sehen, 66%, also insgesamt 669 Interessierte sind in diesem Bereich zuständig, beziehungsweise interessieren sich dafür, dann gefolgt von Deutschland, Finnland, Dänemark. Das erklärt vielleicht, warum ich im vorigen Schritt gerade Deutschland erwähnt habe, weil es nach Europa generell die spezifischen Anfragen zu 18% deutsche Partner suchen. Es wäre natürlich auch wichtig, wie man sieht bei den Sprachen, dass man diese Anfragen auf Englisch stellt, weil doch 97% davon auf Englisch arbeiten, beziehungsweise die Anfragen auf Englisch gestellt sind, gefolgt von Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch. Mit Englisch kann man also nicht verkehrt liegen. Es sind prinzipiell drei Schritte einmal wichtig bei der Projektpartnersuche. Nach diesem Punkt, was ich jetzt Ihnen gerade erklärt habe, das ist zuerst einmal Ihre Organisation hinzufügen. Das finden Sie rechts unten in diesem orangen Feld. Wenn Sie da eben hinaufklicken, ist es ganz, ganz einfach erklärt. Also der Name der Organisation, aus welchem Land Sie kommen, vielleicht ein Logo oder ein Foto hochladen, kurze Beschreibung der Organisation. Denn hier wäre dieser Punkt eben Aktivitäten, Interessen, was Sie früher gemeint haben bezüglich Digitalisierung, Inklusion. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel dazu. Dann eben weitere Interessen, Ihre Organisation und eben, wenn Sie jetzt sehen, im zweiten Punkt, wann Sie das veröffentlichen. Sie können jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich lege es jetzt an und möchte erst in 2 Monaten starten. Dann kann man auch das Datum der Veröffentlichung hier ändern. Natürlich auf Speichern. Und wie es eine Kollegin in unserem Bereich schon manchmal erfolgreich gemacht hat. Also sie hat schon einige Projektpartnersuchen über Epale gefunden und beschreibt das auch in einem Blog, was ich Ihnen später noch zeige. Das war die Kollegin Adriana Bassani von der österreichischen Jugendarbeiterbewegung. Und Sie sehen, es ist kurz und bündig. Also die Organisation wurde kurz hinzugefügt auf Englisch in ein paar Sätze. Das ist eben ein Vorzeigebeispiel. Keine Angst, Sie bekommen das Ganze eben, wie schon erwähnt, in der Nachfolgemail auch noch einmal. Sie brauchen da jetzt keine Screenshots machen oder dergleichen mehr. Ich will nur kurz zeigen, was alles möglich ist. Das wäre einmal dieser erste Punkt. Dann der Schritt 2 ist eben Ihre Projektpartneranfrage hinzufügen. Da ist gleich der grüne Punkt darunter, Projektpartneranfrage hinzufügen. Öffnet sich auch wieder ein Fenster, wo es auch wieder ganz einfach ausgefüllt werden kann. Die Bezeichnung, der Kontakt, die Organisation, das Land hat man vielleicht eh schon davor angelegt. Datum der Veröffentlichungen und wann, bis wann die Anfrage gilt, weil es sind ja, wie gesagt, längerfristige Projektpartnersuchen möglich. Wir haben bis 2020 oder länger Anfragen. Kurze Beschreibung, worum es geht. Hier hat man noch die Auswahlmöglichkeiten, was Sie genau suchen. Natürlich kann man da mehrere anklicken. Man kann auch nach Ländern das Ganze ordnen, nach der Art der Aktivität. Sie sehen den Austausch für Ideen und Practices, Job Shadowing, virtuelle Projekte, Ideen, Versprechen, was auch immer. In welcher Sprache Sie das machen wollen, Sie können das auch mehrere Sprachen angeben. Es gibt auch viele, wie mein Kollege erklärt hat, Konsortien, wo eben mehrere Institutionen das zusammen machen. Es gibt auch, wie gesagt, Projekte, die über mehrere Länder laufen. Da ist es auch eben möglich, das Ganze in mehreren Sprachen
anzubieten, beziehungsweise dass man eben diese Ressourcen sammelt und mit dem Englischen das Ganze vernetzt oder in welcher Sprache auch immer. Und die erforderlichen Kompetenzen. Dann wieder speichern. Dann habe ich wieder meine Kollegin, die es sehr erfolgreich bis jetzt über Erpale geschafft hat, Projekte zu initiieren bzw. Projektpartner zu finden. Ich sehe mir noch einmal kurz die Beschreibung, in welchen Bereichen sie das sucht, die Kontaktdaten, was Sie früher gesehen haben, dann, wie gesagt, die verschiedenen Suchfunktionen, was Sie in der vorherigen Maske eben auch gesehen haben, was man auswählen kann. Da kann man eben einzeln anklicken oder eben mehrere. Dann, welche Länder interessant sind, eben das ist wieder, wie Sie am Anfang gesehen haben, die meisten richten sich auf ganz Europa. Dann gibt es eben die Art der Aktivität, sind auch mehrere Funktionen möglich. Welche Sprachen verwendet werden, ist eher Deutsch-Englisch angedacht und welche erforderlichen Kompetenzen. Also da wissen, haben Sie schon einige Punkte, wo Sie danach filtern können bzw. suchen können, was eben eine Frage im Vorfeld auch war. Ja. Ich habe noch ein weiteres Beispiel herausgesucht, was aktuell eben für K1 und K2-Projekte interessant wäre. Das wäre eben ein Beispiel aus Spanien, die Organisation Verdi Blanca. Hat das auch ganz ausführlich beschrieben. Man kann immer ein, zwei Beispiele hernehmen, um zu sehen, wie kann es sein. Man muss es aber jetzt nicht so ausführlich machen, weil das scheucht vielleicht viele ab, aber es ist da sehr umfangreich und das, wie gesagt, sehr gut erklärt. Man hat auch hier wieder die Kontaktdaten, sogar über Skype-Kontakt ist möglich. Welche Bereiche werden gesucht? Also wird wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern jetzt ansprechen. Welche Länder jetzt relevant wären, auch für unsere österreichischen, deutschen und ungarischen Kollegen, welche jetzt an diesem Webinar teilnehmen, sind auch in diesen Ländern vertreten. Wieder die Art der Bereiche, welche Sprachen verwendet werden können und eben auch die Kompetenzen. Wieder zurück auf der Projektpartnersuche-Seiten, also kommen wir zum dritten Schritt. Organisation anzeigen. Wenn Sie sagen, okay, die Organisation, was wir jetzt gezeigt haben, die zwei interessiert Sie, interessieren Sie oder ähnliche oder nach gewissen Ländern geordnet. Sie finden hier rechts, wenn Sie meinen Zeiger sehen, Organisationen anzeigen. Da haben Sie nämlich die ganzen Organisationen aufgelistet. Sie können die alphabetisch ordnen, Sie können die nach Land ordnen, nach Aktivitäten, welche für Sie jetzt eben interessant sind oder eben auch nach Stichwörtern suchen. Die Erasmus-Projekte, ich habe gerade eine Frage gesehen, ob die Erasmus-Projekte in der UK weitergehen werden und wenn ja, wie lange noch? Ich werde noch mal kurz fragen, ob mein Kollege Christoph Sackel diese Information beantworten kann. Im Moment nicht. Kann man noch Projekte in der UK für 2 Jahre einplanen? Ich werde meinen Kollegen darauf hinweisen, dass er Sie dann diesbezüglich kontaktiert. Ich mache hier noch kurz weiter. Oder Christoph, magst du jetzt Einen kurz? Moment. Okay. Also es ist schon möglich, Projekte durchzuführen mit der UK im nächsten Call. Ich hoffe, es kann mich jeder hören. Also für K1-Projekte, da ist das Vereinigte Königreich noch dabei. Es steht aber eine kleine Klausel im Programmguide. Also das wird, falls das United Kingdom jetzt dort plötzlich ausbricht oder so aus Europäischen Union, dann kann es sein, dass keine, also es gilt, glaube ich, eher mehr für die Organisationen in der UK, die Projektpartner in strategischen Partnerschaften sind. Also das gibt es im Guide nachzulesen. Also für K1 ist es auf jeden Fall möglich, diese Organisationen im nächsten Call zu besuchen. Danke dir, danke dir. Kurz nochmal zum Schritt 3. Organisationen anzeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach UK suchen will, kann man hier das Land UK eingeben. Aktivitäten oder Interessen oder eben nach Stichwörtern und man bekommt dann aufgelistet, welche Institutionen hier
aktiv sind, und da unten kann man eben auf weitere Seiten klicken. Noch einmal kurz zu Verdiplanka gekommen. Also wenn man diese Institution hergibt, kommt man auch auf dieses Ergebnis, wo man eben die Kontaktdaten hat, welche Aktivitäten Sie eben suchen. Und weitere Aktivitäten in Ihrem Interessensgebiet ist zum Beispiel, wie die Frage auch vorgestellt war, zum Thema Inklusion. Hier wäre zum Beispiel Inklusion ein Thema. Die ganzen Punkte, was wir hier jetzt durchgearbeitet haben, hat meine Kollegin Ariana Passani eben auch in einem Blogbeitrag kurz beschrieben. Wenn er Ihnen gefällt, bitte kurz liken. Wir werden uns sehr darüber freuen. Sie bekommen die ganzen Links dazu noch in der anschließenden Mail, weil ich sehe, dass ein, zwei Fragen diesbezüglich gekommen sind, und die werden auch dann noch in der abschließende Mail, wo Sie noch eine Minute Feedback geben sollen, beantwortet. Einige Fragen werden sich wahrscheinlich dann auch erledigen oder haben sich auch zwischenzeitlich erledigt. Wir haben so, soweit ich sehe, alle Fragen beantwortet. Es gibt Hilfe zu den einzelnen Punkten, wie jetzt zum Beispiel der Projektpartnersuche. Da gibt es ein knapp fünfminütiges Tutorial dazu. Bekommen Sie auch den Link anschließend dazu, wo es eben noch kurz einmal das erklärt wird, welche Punkte jetzt eben bei der Projektpartnersuche wichtig sind. Natürlich können Sie auch hier gern einen Like abgeben, wenn es Ihnen gefällt. Weiters finden Sie auf eBALE an sich alle Tutorials zu den einzelnen Themen noch einmal angeführt, alle zwischen 3 und 5 Minuten dauern, also man kann sich die Sachen gern aneignen. Manche haben es auch lieber, dass sie uns persönlich kontaktieren. Ich blende auch noch zum Schluss unsere Kontaktdaten ein, und auch in der Mail, was Sie zum Schluss bekommen, können Sie jederzeit uns kontaktieren.